Now I done grew up on some people living their life in bottles. When did he have the golden flashback? Still every day in Chicago. Some people like the way it feels. Some people want to kill their sorrows. Eins. So, wir kommen wieder hier zurück zu einem kleinen Folgchen. Ich hoffe, Dia ist wieder bei uns. Ja, freilich. Ja, aber noch nie im Game. Oder? Hä? Ah, Moment, jetzt. Weil da kann ich bald nicht mehr fahren. So, jetzt sind wir wieder. Lobby, ich sei seit letztem Mal wieder drauf. Hey. Ja, ich halte ja schon an. Das? Ich weiß nicht, was ist jetzt. Oh, jetzt hat. Der Tempomat wollte gerade nicht rein. Aber oh, ich werde mal kurz ein bisschen zurückfallen, weil bei mir backt das, glaube ich, leicht rum, ja. Was hast du denn für Tempomat drin? Ich habe 10 drin. Der Strahl sieht so buggy aus bei mir. Der zittert, als ob ich, als ob du bei dem größten Star stehst. Also bei mir. Okay. Ach gut, ich hab's gerade gesehen. Oh, jetzt ist es ruhig. Gut, nice. Oh, jetzt wieder nicht. Naja. Ja, ich hab's auch gerade gesehen, wie es so durch die Gegend. Das ist ein bisschen irritierend, aber muss mich nicht darauf konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren, dass ich ordentlich fahre und irgendwelche Scheiße laufe, dass der Part nie langweilig wird. Ich glaube, mit dir kann man bescheuert sein einfach. Na freilich. Ich weiß nicht was. Dafür bin ich da. Du hast ja gestern nie geantwortet. Warst du bei diesem XXL Ausfahrt mit, die ich aufgenommen hatte? Eurotruck? Boah, gute Frage. Mit Palmenwischer und so. Das muss man mal kann gucken. Sein. Ich war mal bei irgendeinem fetten Konvoi dabei. Ja, und einen habe ich aufgenommen gehabt mit der Stunde. Oder echt? So. Ich glaube, da war ich dabei. Ich war aber auch bei etlichen Konvois mit uns dabei, wo wir einfach nur so fett Scheiße gebaut haben. Ja, auch ich kann mich. Wo wir beispielsweise zu fünft oder so einfach mal die komplette Autobahn blockiert haben. Weil ich mit 130 hochgefahren bin, mich hingelegt habe mit Trailer und dann halt da nur rumlag. Ich kenne noch so welche Sachen, einfach mal gucken, wo können wir auf der Map noch rumfahren. Ja. Also, wo wir dann halt unter die Map geflogen sind. Ja. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der schafft, mit einem Lenkrad sich auf die Seite zu flippen. Nicht? Naja, wenn du schnell genug klappst. So, hey, das habe ich auch schon hingekriegt. Ja. Nicht bei 40 km/h. Doch. Naja, kommt an, wie stark du einlenkst eben. Du pick mein Schnuggi, glaub mir, ich schaff das. Oh, da habe ich verstehen lassen. Jetzt, was machst denn du da? Komm ja schon rüber. Das war so der letzte Pixel, den das Fahrzeug nie annimmt. Ja. Ich hab dir gesagt, ich bin kein Meister im Fahren. Ja, aber alles gut. Aber trotzdem ist er mich ein Häcksler. Oh, ja, voll. Und bei uns ist gerade so... Hä? Nee? Ach so, voll. Ja. Entschuldigung. So, ich bleib mal lieber stehen, weil ich das nicht ausprobieren möchte, wie voll der Tank werden kann. Also wir haben jetzt, dann fährst du, kann man sagen, viermal fährst du weg. Ja. Mit einem 45er Tank. Durchaus. Was werden das an Geld hier? Ich habe keine Ahnung. Wie viel? Da unten fährt der Ausländer, der ist andere Farbe. Wir wollen mal nicht farbenrassistisch sein. Ich bin aber einer. Da kommt er wieder. Das war noch im Video. Da kommt er wieder angefahren. Maschine schon mal anmachen. Und los. Ja, entspann dich. Vielleicht kann man in nächster Zeit wieder mehr mit dir bringen. Ja, ich hoffe. Na, die Sache ist ja, ich will jedes Jahr will ich mich verändern, was YouTube angeht. Die Scheiße ist, jedes Jahr kriege ich immer weniger Zeit. Ja. Dadurch kriegt man weniger hin. Das ist das kleine Problem an der ganzen Sache. Wie wär's mit weniger arbeiten?
Nein, kann ich mir auch weniger leisten. Und wenn ich dann irgendwann mal eine Freundin habe, die muss ich mir ja irgendwie leisten können, oder? Das Geile ist ja, ja wirklich, die hat auch eine PS, die ist auch so ein bisschen zuckerfreudig wie ich. Nicht, aber nicht zu extrem und nicht zu wenig. Und was ich aber liebe an der Beziehung, in der Sache, einer kocht, der eine spielt in der Zeit. In der Zeit, dann wäscht einer auf und in der Zeit spielt der andere. Das finde ich geil. Ja, passt doch. Das finde ich geil. So eine Beziehung. Nee, macht, weißt du, was noch geiler ist? Sie macht beide alles und du zockst. Zusammen machen. Zusammen kochen und dann zusammen zocken. Ja, von was. Also sie hat ja auch eine. Ja, wir haben auch mit zwei Controllern hier PS gezockt. Ich habe ja VR. Haben wir ein bisschen gezockt gehabt, das war geil. Hat Spaß gemacht. Ihr wäre ja auch am liebsten noch so ein zweiter, so ein richtiger schöner Gaming-PC. Da habe ich gesagt, ach, stell dir mal vor, ein Zimmer mit dem riesen Fernseher, da hast du ein paar Konsolen stehen, eine Seite im PC, andere Seite im PC. Und dann so richtig loszocken. So, wie werde ich, glaube ich, ein bisschen ausschwenken müssen? Warum? Es sah ein bisschen ausgeschwenkt aus. Guck mal, hier ist eine Lücke drin. Also so ein Haken drin. Ich weiß nicht, ob er es gleich mitnimmt. Außerdem weniger Zeit. Ey, ich habe einen richtig geilen Job. Also, wenig arbeiten. Ich habe einen richtig geilen Job. Wo arbeitest du? In einem Kohlekraftwerk. Kohletagebau. Kohletagebau. Ja. Wie heißt denn der, wenn ich fragen darf? Ja, jetzt kommt deine Tagebau und stürmt den erstmal als grüner oder was? Hä, nein. Nee, ich bin ein Aussie, bevor du anfängst. Ich will nur wissen, was das für einer ist. Also wie der heißt. Das ist der Tagebau in Spanien. Ja, was? Egal. Okay. Wozu wollen wir das wissen? Ja, weiß ich nicht. Kommst du mich mal besuchen? Nee, ich kenne dich. Ja, so ungefähr. Ey, scheiße, ist das Kind nicht schon zwei, drei Tage, aber müssten mich schon kennen. Durch mein Braunkohle-Videos. Also das hat sich schon ein bisschen umgesprochen damals. Bei den Ausbildern hat sich das rumgesprochen, da hat sich das rumgesprochen, das war's schon. Aber wie? Ach, da drüben ist das Fahrsehen, ups. Ach so, okay. Ich bin ja wirklich schon hochgefahren. Wir haben gerade geguckt gehabt. Ne? Das Geile ist, ich hab nie auf dir geguckt. Also ob wir schon wieder fast fertig sind mit dem Scheißding. Was mit der Folge oder mit dem Feld? Mit dem Feld. Ja. Sind wir bald fertig. Dann werde ich den hier wegparken, dann werde ich wieder stoppen und danach können wir ja gemeinsam sehen und grubern. Oh. Je nachdem, was er für eine Maschine hat, aber ich glaube, der hat beides gleichzeitig, oder? Ja. Habe ich vorhin auch gemacht. Genau, der hat hier den Mafesto. Nee. So, warte, von welcher Seite waren wir? Ach, von da. Nee, der hat beides? Wird mir aber nicht da angezeigt bei der Garage. Waren. Ja, gut, warum? Ich komme. So, machen wir es mal hier richtiges Arbeitslicht an, nicht wahr? Und natürlich auch wieder die Rundumleuchte. Ui! Party! Passt zu der Musik gerade. So, dann haben wir nur noch eine Spur. Und dann sind wir fertig. Deswegen viermal bist du weggefahren. Ah, es war eng. Glaube ich, oder? Da drück Spiegel. Ah. Ich fahre! Jobbik hätte mich fast gestern in die Scheiße reingeritten mit seinem JCB. Mhm. Ich habe sämtliche Kredite aufgenommen, habe jetzt alle Maschinen gekauft, die ich brauche. Hätte ich mir einen fucking JCB mir noch gekauft, wäre ich voll im Minus gelandet. Hä? Du musst ja nicht den größten kaufen. Nee, hätte ich auch nicht, aber ich habe mir noch einen LKW gekauft, deswegen war ich im Minus.
Man kauft sich auch kein LKW im Landwirtschaftssimulator. Warum? Ich find's geiler mit den LKWs hier die Tiere zu holen. Würde ich sagen. Ja. Das hat mehr Stil, also mehr Stil. Passt besser. Als wenn du mit so einem kleinen Trigger und so einem kleinen Anhängerchen plus kommst. Jedes Mal, wenn ich bei euch in die Nähe kommt, leckt. Ja. Klingt nicht an mir. Ja, der eine lädt hoch, runter, der andere, der nimmt auf. Also es liegt nicht an uns, nein, nein. Oh, fertig. Ludwig, das musst wohl du sein. Das kann nicht an uns liegen. Nein. Alter, ist das erst 3.48 Uhr? Was? 3 Uhr? Achso, in der Nacht. Ich hab gerade auf die Uhr geguckt. Ja, da haben wir vielleicht... Nee, wir haben es knapp vor dem 3 Uhr. 3 Uhr einfahren. Danke. Was? Fuck, falsch rum. Ich hab das Rohr nicht eingefahren. Ah! Diese Lenkung. Wollte ich auf dem Feldweg fahren. Ja. Im imaginären Feldweg hier. Muss man es auch wieder verdichten hier? Ja. Okay, ich mach mich. Okay, jetzt sind wir mal kurz unrealistisch. Was passiert? Hey! Nichts. Also ich will mal so sagen. Ich bin fest! Ich stehe fest! Also ich will es mal so sagen. Mann, das schafft man. Ich hab schon Videos von Lohnunternehmen gesehen, die haben das tatsächlich mit dem Häcksler gemacht. Ja, 40 Kammer! Hui! Nur ohne Häcksler. Ohne. Wow, nein, also es bringt ja gar nichts, drüber zu fahren. Das hat gerade mal 5% oder so gebracht. Ja, deswegen musst du da ja auch lang. Entschuldigung. Aber wenn ich langsam mit dem Häcksler fahre, bringt mir das nicht, da hänge ich fest. Das habe ich ja gerade das Problem gehabt. Haben wir hier eigentlich irgendwo eine Schaufel stehen? Ich glaube ja. Rolli hat sich ein Dingens geholt. Ein was? Ein Kompaktlader meint er bestimmt, oder? Ne, du hast ja die Dings dran. Den Frontanbau. Ah! Ich habe. Bringt das vielleicht was, wenn du mit der Walze drüber fährst? Ja, durchaus. Ich hab was. Warum fahrt man nicht mit der Walze? Ah! Okay, nee. Nee, die Walze ist nicht dafür. Die Walze ist um Dingens kaputt zu machen. Felder kaputt zu machen. Das hätte er sein können. Ich hol kurz was ab beim Händler. Ein Schiebeschild. Ja. Bewusstsein. Ach, da ist die Schaufel. Der ist aber schon ziemlich kaputt hier. Wie teuer werden der? Reparier ihn mal. Ja, kann ich eh nicht, aber wie teuer ist denn der? Ja, doch, kannst du. Haben wir die Rechte dazu? Ja, ich hab davon. Hä? Oder ist es hier von jemand anderes das Fahrzeug? Welches? Der Fan als Favorites, ob ich jetzt diese 500. Hässliche Schaufel nicht ankuppeln kann, was ist das? Der was? Sag einfach, was es ist. Ein Trigger-Fan. Favorit. Das ist Rollis. Gut, also ich habe jedenfalls keine Rechte, den zu reparieren. Reparieren hast du keine Rechte, das siehst du. Hä, ich habe einen JCB vorhin repariert. Und es ging. Okay. Kann mir jemand sagen, warum ich die scheiß Schaufel nicht ankuppeln kann? Keine Ahnung. Sind das auch die richtigen? Ja, ja. Oder ist es die für einen Teleskoplader? Das gucke ich gerade schon. Sieht fast aus wie Teleskop. Oh, Mann. Ja, wofür hat man bitte einen fucking JCB mit Frontlader, wenn man keine Werkzeuge dafür hat? Ah, oh, verdichtet 100% oder was? Ah, nee. Hä?
Aha, das Leere ist 100% verdichtet. Ach so, da ist auch 4000 drin. Ja. Aha. Hä? Ja, in dem Leeren sind 4000 drin. 4000 Hexelgut. Das ist 100% verdichtet. Wie kommt das da rein? Weiß ich nicht. In dem anderen sind 1888. Indem du drüber gefahren bist und es auf die andere Seite gefallen ist. Okay, dann mach mal das Leere, mach das mal zu. Ich will mal sehen, wie das ausschaut, wenn du das zu. Ist zu. Es ist zu. Ach ja, hier am Rand unten. Siehst du so eine weiße Linie? Alter, nein. Gut, dann würde ich mal erstmal den Part beenden und im nächsten werde ich das Feld nochmal bestellen von Rollichen. Ah. Das ist bloß die Frage, was er drauf haben will im Moment. Ja, nix Radlader. Nein. Gut. Sehr. Ja. Tschüssi. Jo. Tschüssi. Servus. Tschüssi, servus. Und Arschloch? Manzi, du musst antworten.